und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben. Hier ist auch schon wieder euer Ben natürlich und willkommen zurück zu auch The Walking Dead, meine ich. So, meine Güte. Ja, immer noch da, wo wir halt stehen geblieben sind. Ist ja kein Thema. Wir gehen jetzt erstmal mal zum Frühstück. Oder zur morgendlichen Runde einmal. Sind wieder alle dabei. Glenn natürlich immer noch glatt poliert oben drüben. Wahnsinn. Warum hat der Junge eine Glatze? Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Vielleicht hat ihn ja ein Zombie angefallen und deswegen sind ihm halt die Haare ausgefallen oder so. Was haben wir hier? So, schön was naschen erstmal und dann gehen wir mal einmal auf Erkundungstour, weil wir müssen ja zum Reaktor und ich glaube mal so, wir brauchen ja nicht, wir müssen ja erstmal gucken, wie wir da hinkommen und dann kümmern wir uns um den Rest einmal und zwar deswegen werden wir uns mal auch auf den Weg machen, aber zweitens, erstens oder drittens, mal gucken, so, Versteck. So, und zwar, ich brauche trotzdem aber eine Waffe. Waffe ist natürlich wichtig. So, Brecheisen. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Nein, was war's denn da? Bratpfanne interessiert nicht. Was ist das hier? Eine Postkarte. Nee, brauche ich nicht. So, alles klar. So, müsste ja funktionieren. Mal gucken. Ah, Brecheisen geht schon. So, alles klar, auf geht die wilde Fahrt. Und zwar, wie gesagt, von Cheshire. Der kriegt mich eh nicht mit. Und zwar, wir wollen nämlich ein bisschen erkundschaften hier erstmal das Ganze draußen. So. Was haben wir so Schönes drin? Was ist das? Eine Bauanleitung. Sehr gut, da können wir den Liegenschläger draus machen. Ich nenne jetzt einfach mal Liegenschläger. Oder, nee, Lucille. Nennen wir das doch einfach Lucille. Viele wissen Bescheid, warum ich das so sage. So, zwar. Oha, was ist das denn hier? Okay, scheint kein drin zu sein. Hoppala. So, doch, 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 da ist soweit. Ein Zombie sehe ich gerade. Die hat schon mehr Leben verloren als ich. Das ist schlecht. Tür zu. Die kommt wieder nach. Gut, war jetzt nicht gerade meine beste Idee. Jetzt hier mal verzogen erstmal. So, und zwar. Ich wollte mal ein bisschen gucken einmal. Aber hier ist ja gar nichts zu finden, oder? Wie kommen wir denn bitte schön hin? Ja, Arbeitspensum ist jetzt erstmal Banane. Und zwar. Wow. Laufrecke. Und zwar der Reaktor ist da oben. Oh, die haben sogar einen Bildraum. Ich werde verrückt. Wahnsinn. So, und zwar. Oh, hier ist noch eine Tasche. Noch eine Bauanleitung. Sehr schön. Das kann man ja immer gebrauchen. Ah, das ist auch noch ein Zombie, okay. Komm her, komm. Ja, fein, der Zombie, fein. So. Sind ja nicht gerade die hellsten, deswegen. so. Aber trotzdem, irgendwie müssen wir ja da hinkommen. Da ist eine große Tasche, sehe ich gerade. Upsala. Oh, ich habe mich geheilt. Cool. Wo ist denn überhaupt der Anfang dieses Gefängnisses? Oh, was ist das? Aber ein Mülleimer. Okay, okay, okay. So. Hoppala. So. Okay. Alles voller Zombies. Ja, ja. Okay.
Muss er irgendwo der Anfang sein? Na, gehen wir mal hier lang. Oh, Sportplatz. Oh, Sport ist gefährlich. Ah, ne, Parkplatz. Ah, genauso schlimm. Wow. Herrschel, was macht ihr da? Okay. Ich mache hier gerade erstmal einen auf Erkundungsmodus. Mal gucken. Oh, hier ist noch ein Rucksack. Oh, 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 oh. Oh, 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 doof, 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 doof. So, ja, Nein, nein, nein. Wir müssen ja irgendwie... Wie kommen wir denn in den außen Bereich überhaupt rein? Mit. Und das nehmen wir auch mit. So, Da kommen wir doch gar nicht hin. Dürfte ich mal vorbei. Dankeschön, junge Dame. Danke. So, schwierig. Ja, kompliziert. Hier ist gerade keiner mehr. Ah ne, da war ich ja schon dran eigentlich. Ha, da war ich ja schon. So rum. Ist ein Schloss, okay. Interessant. Okay, das nehmen wir auch mal mit einmal. Aha. Farbeimer, okay. Was macht Tyrisa überhaupt? Oh Mann, ey. So, wie kommen denn hier die Zombies überhaupt rein? Das geht doch gar nicht. So, und zwar. Ich habe gerade keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Natürlich sind hier noch voll viele Räume zu erkunden, ne? Aber trotzdem müsste es doch. Wir müssen da irgendwie durch den Zaun durch. Na, willst du wohl weggehen? Was macht Glenn denn da schon wieder? Meine Güte. Oh, 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 ich bin in die falsche Richtung. Meine Güte, liegen drei am Boden schon wieder. Ich gehe mal hier auf Erkundungstour und die haben nichts Besseres zu tun, als hier drauf zu gehen. Los. Glenn, 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 Glenn. Da. Boah. Den brauchen wir, der ist ja lebensnotwendig. Oder halt ein Hauptcharakter, der nicht sterben darf. Trotzdem natürlich immer wiederum noch die gleiche Frage. Boah, das Problem ist, wenn ich jetzt nämlich da lang gehe, dann kann es sein, wir kommen erstmal nicht mehr zurück. Nee, doofer Plan, das geht so nicht. So, ich werde jetzt aber gerade mal was verbarrikadieren erstmal. So. Komm ich hier runter? Da. Man kann noch einen höher gehen, ist ja ein Ding. Das ist ein Rohr. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn, da kann man ja rübergehen, ist ja ein Ding. So, was ist hier los?
Okay. So kommt man auch in die anderen Gebäude rein. Alles klar. Gut, ja, wenn man die Augen auffällt, dann kann man das noch sehen, aber ansonsten nicht hier. So. Interessant. Wo kommen wir denn hier hin? Okay. Ja, da können wir raus. Das ist aber blöd. Wenn wir da nämlich rausgehen, dann kommen wir nicht mehr zurück. Da kommen wir jetzt gar nicht hin, okay. Okay, mal gucken, ob hier oben noch was ist. Da ist nichts, okay. Oh, eine Tasche. Oh, Munition. Schön, schön, schön. Schöne Sache. Die können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Für später mal. Mann, Lori, warum gehst du überhaupt raus? Meine Güte. Boah, da sind so viele Zombies. Die stirbt. Immer schön aufpassen, dass hier keiner uns tot geht. Was ist denn los? Okay, da ist der Versorgungswagen. Ne? Da können wir den auch später ran mal einmal. Okay, gut, 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 gut. So, erstmal, wir haben ja und zwar, nee, das ist was anderes. Okay. Wo packe ich das am besten rein? Ach, mach ich bei mir rein, wollte ich sagen. Okay, da. So. Voilà. Jetzt habe ich hier. Le Rick, stell das ab. Rick. Sehr gut. So, wir gehen jetzt nämlich einmal kurz zum Versorgungstransporter einmal. So, ich war da. So. Okay, auf jeden Fall Brot und was zu essen. Sehr gut. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen in der Apokalypse. So, und zwar. Bisschen was ausladen erstmal. Muss ja auch mal sein, sonst gibt es morgen nichts zum Frühstück. Oh. Der Rick im Schrank trägt natürlich. Der darf nicht fehlen, so. Hier los, schon wieder. So, alle sind zu schlafen und das werde ich jetzt am besten auch mal machen. Mal gucken gerade. Ja. So, einmal speichern. Jo, sehr gerne doch. So, okay, alles klar. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen die Umgebung erkundet. Wir haben Munition gesammelt, Vorräte gesammelt, was wir natürlich brauchen. Wir haben natürlich nochmal Glenn und Lori davor bewahrt, dass sie Katzenfutter werden. Oder eher Zombiefutter werden. Und ja, läuft ja. Damit wir auch irgendwann mal zum Reaktor kommen. Eins möchte ich gerne noch mal ausprobieren einmal. Und zwar. So, ich bin gleich da. Ich brauche bloß mal kurz. Das ist eine Heckenschere, ist eigentlich doof, ne? Und zwar, ob wir den Zaun nämlich aufschneiden können, aber. Wir brauchen dafür mehr Materialien, glaube ich. Und einen besseren Bauplan. So, deswegen, ich denke mal, wir sind in der nächsten Folge so weit, dass wir einmal mit mehreren Mann rausgehen können
um das Ganze mal zu stürmen. Oder ich werde mich um die Baupläne kümmern. Auch eine gute Idee. Bloß mal ganz kurz was gucken hier. Der Kraftraum, ja, schön, dass wir einen Kraftraum haben. Oh, da kann man sogar Kräfte trainieren, Wahnsinn. Oh, reicht auch wieder heute. So, wir können ja auch gerade noch mal was testen einmal. Nö, da man kann ja nichts anfangen. Okay, hätte sein können. Warum ist im Nähraum oder was auch immer das ist, schon wieder ein Zombie? Aber stört ja gar keinen hier, sehe ich gerade. Was ist denn da mit dem Zombie? So. Der hat schon mal nichts dabei. Von einem Wanderer. Bitte schön, könnt ihr behalten. So, von hier aus. Ja, das war's denn erstmal. Von hier aus mit Let's Play The Walking Dead erstmal. Bis zur nächsten Folge natürlich. Und ja, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir mal, denke ich mal, das Kraftwerk denn soweit stürmen. Oder den Generator eher gesagt. Und ja. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Video liken, kommentieren das Ganze und natürlich auch teilen, damit es jeder auf der Welt sehen kann. Und ich sage von hier aus, tschüssi Krosky, bis dann, ich war euer Ben. Achso, was wollte ich noch sagen? Ach ja, unten rechts Abonnier-Button, einfach raufklatschen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr verpasst von mir. Also, Gaming of Ben. Und ja, tschüssi Krosky, bis dann, bis zum nächsten Mal bei Gaming of Ben. Und bis dann natürlich immer schön weiterzocken. Also, reinhauen.